Hey, was soll das? Bist du nicht der echte Ben? Nee, der unechte. Wir haben jetzt hier mal unser eigenes TechKids-WLAN hier. Viel Spaß, wir haben uns mal irgendwo eingewählt und haben jetzt hier schon die Einrichtung, und zwar unter iOS 11, und zwar mit der neuen iOS 11 Opa-Schrift. Ich meine natürlich der neuen iOS 11-Schrift. Fortfahren, Finger auflegen, komm, wir legen mal den Finger auf. Ich mach's mal mit dem Daumen. Oh, das gibt einen... Also, wenn ich es nicht besser wüsste, ist da irgendwie ein neuer Taptic Engine drin. Weil das haptische Feedback von dem Teil, was ist gerade bei dieser Fingerabdruckteil... Was ist so, Dings, ja, darf genau. Ich auch mal? Weil dann müsste es ja eigentlich falsch sein, glaube ich, wenn ich jetzt drauf mache. Ja, guck, es macht so einen Vibrator. Ja. Krass. Das ist echt cool. Leicht berührend fortfahren, ja. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht unsere Fingerabdrücke vermischt hat. Nee. Bin mal gespannt. Abgeschlossen. Aus iCloud Backup wiederherstellen. Soll ich als aus dem iCloud? Neues iPhone konfigurieren. Dann machen oder? Wir es als ja. Neues iPhone. Wir werden jetzt einfach mal eine komplett neue Apple-ID erstellen. Die ihr bei jedem Apple-Produkt braucht, egal ob es Apple Watch, iPhone, MacBook, iPad, genau. Alles Mögliche, braucht ihr jedes Mal eine Apple-ID. Man kann natürlich seine bisherige nehmen, aber wir wollen jetzt einfach mal eine neue erstellen. Und zwar, wir machen jetzt gratis Apple-ID erstellen, oder? Ich bin mal gespannt. Ich hab damals im Apple Store mit ein meinem unbekannter ersten Fehler ist aufgetreten. Das kam nämlich bei mir gerade auch, als ich mich mit meiner Apple später ID... Später in Einstellungen konfigurieren. Stimmt. Das dann erstellen müssen einfach keine. Soll wirklich keine Apple ID verwendet werden. Ja, lass mal nicht verwenden. Perfekt. Aber ich glaube, man kann dann gar keinen Apple Store verwenden, oder? Man muss das einmal gemacht haben. Ja, aber wer braucht schon Apps auf dem Smartphone? Also, eben. Wo sind wir hier? Akzeptieren, Ortungsdienste. Mach mal an. Aktivieren. Das sieht alles relativ cool aus hier von der von dem Einrichtungsmenü. Diese blauen Balken kenne ich aus dem Apple Store App. Ohne Two-Tone Display. Two-Tone. Warte mal, das müssen wir mal testen. Ohne Two-Tone Display? Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Das True-Tone-Display ist sowas, da passt sich der Weißabgleich dem Raum an. Genau. Es soll ein bisschen mehr Akku verbrauchen, aber lass es einfach mal ja, machen. Ja, komm, oder? Machen wir einfach mal rein, oder? Eben. Man kann es ja eh nicht ausschalten. Stimmt. Es ist eigentlich bloß hier so ein Test. Ja. Ich dachte eigentlich auch erst, als ich das gesehen habe, dass man das quasi aktivieren und deaktivieren kann, aber eigentlich macht das gar keinen Sinn hier. Eben. Man kann eben nur sehen, wie es mit und ohne aussieht, aber wir machen fortfahren. Das ist die neue Home-Taste. Los geht's. Machen wir los geht's. Ich persönlich was mag drei am liebsten. Das ist quasi um dieses Feedback so, von dieser ja, Home-Taste. Drei mag ich am liebsten. Das ist quasi, du kannst es ja selber mal ausprobieren. Am härtesten. Genau, also, dass du quasi dieses habt. Nee, du musst. Genau. Das ist jetzt drei. Ja, okay, drei ist schon am drei eins. Doch. Auf weiter. So, Anzeigen, Zoom, Ansicht. Nee, mach mal Standard, weil vergrößert ist nicht so gut. Ja, perfekt. Weiter. Willkommen beim iPhone. Los geht's. Und jetzt haben wir hier. Ja, hier. Und jetzt haben wir hier das fertig... iMessage, okay. Jetzt haben wir hier das fertig eingerichtete 8 Plus... Jetzt ist hier aber mal Ruhe. Jetzt haben wir hier das fertig eingerichtete 8 Plus mit 256 GB und der erste Look ist... Nice. Ganz halt kurz, ich muss einfach diese Kamera jetzt testen. Warte mal, ich mach mal erlauben. Warte mal, lass mal so ein Porträtfoto von unseren Kameras hier machen. Ja, das geht, glaube ich, gar nicht, oder? Warte mal, ich mach mal so. Oh. Ging das? Mach mal auch ein Foto. Was sagst du zu diesem haptischen Feedback? Okay, das ist geil. Das ist richtig geil. Das war beim, jetzt so ein Bild. Oh, das war beim 7 Plus noch nicht. Mach nochmal. Das sieht echt edel aus. Nice. Ist das geil? Ja. Hey, geil. Entdecken alle. Alles klar. Nice. Okay, das ist echt cool. Das ist echt also cool. Der Porträtmodus ist schon so eine Spielerei gerade. Genau, für hier seht ihr gerade auch unser Setup. Wir haben da vorne zwei Kameras. Ja. Und so nice. Filmen wir das Ganze gerade. Das ist echt krass. Und die Frontkamera. Wie kommen. Ach, das geht gar nicht im Porträtmodus. Warte mal. Hier. Okay, das ist echt, die Qualität nice. Ist halt echt der absolute Wahnsinn. Vor allem guck mal, das Bokeh im Hintergrund. Ja. Das ist für Fotobegeisterte. Warte mal, wenn du jetzt hier mal so ein bisschen... Das sieht nice aus. Also, das ist echt geil. Hier seht ihr auch mal die andere Kamera, die noch hier filmt. Also hier ist noch eine Kamera und da vorne sind auch zwei Kameras.
Doch, die Kamera ist, glaube ich, so ist eine geil. Neuerung, die ist vor allem für uns Fotobegeisterte ja. und Videobegeisterte, denn wir können ja jetzt auch in 4K 60 FPS aufnehmen, was ja vorher nicht ging. Und bei 1080p kann man in der Slow-Mo-Variante 240 FPS aufnehmen, hat sich verdoppelt. Also das ist echt ist Doch, das ist krass. Weißt du eigentlich, warum das jetzt möglich ist? Ich weiß, ich glaube, da war irgendein neuer Prozessor, oder? Der Bionic von Apple, der neue. Das ist krass, ja, das ist echt. Also man sieht es hier gerade auch 4K 60 FPS. Müssen wir nachher vielleicht auch mal so einen Test machen. Hat irgendjemand ein Wasser hier, wo wir dann quasi so Wasser ins Gesicht schütten? Also ich weiß, dass Felix das schon gemacht hat. Hätte ich keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht. Aber wasserdicht ist das neue iPhone ja auch, aber natürlich nicht in der Garantie. Schade, danke dafür, Alblali. Aber trotzdem, cool, dass es wasserfest ist. Das stimmt. So, was gibt's hier denn noch Schönes zu testen? Entdecken wir mal das neue iPhone. Mal gucken. 3D-Touch ist natürlich auch wieder an Bord. Das heißt, genau, quasi, dass und man hat jetzt eine neue App, die gibt es aber seit iOS 11. Die ist nicht die ist jetzt nicht neu beim iPhone 8, sondern es die gibt Files eine App. Die Dateien-App. Genau. Und da kann man einfach so wie halt auf dem Computer zum Beispiel irgendwelche Dateien drauf machen. Und ja. Mich würde es mal noch interessieren, wie viel Speicherplatz frei ist jetzt aus dem Haus raus. Wir haben ja jetzt hier bei der 256 GB Version, ich glaube, 6 GB das Betriebssystem und dann zusätzlich nochmal die von Apple vorinstallierten Apps. Wir gucken aber mal. Wir haben 9,7 GB von 256 GB benutzt. Also GarageBand, das finde ich echt ein Scam, so ehrlich gesagt. Ja. Dass Apple sich da praktisch schon vom eigentlich eingebauten Speicher schon gleich Speicher runterzieht. Also man hat praktisch 10 GB weniger. Ja, 6 GB hat man am System an sich und dann haut man hier eben noch diese ganzen Apps, zum Beispiel GarageBand. Ist, glaube ich, auf so einem großen Gerät auch ganz cool, aber dafür gibt es ja die iPads. Keynote, iMovie, Pages, das sind eben alles diese Apple Work-Apps, die es ja auch für den Mac bzw. auch fürs iPad gibt. Keynote gibt es auch für die Apple Watch. Aber ja, wie gesagt, wir bekommen hier ein fast leeres, wie gesagt, 10 GB sind schon besetzt, Betriebssystem und so weiter, iPhone. Aber bei 256 stört das, glaube ich, eher weniger. Eben, aber es gibt Menschen, die bringen 256 GB tatsächlich voll, aber klar, mit dem H.264-Codec haben wir ja diesen Vorteil bei den Videoaufnahmen, gerade auch in 4K. Das stimmt. Aber was mich ein bisschen stört, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es jetzt keine 128 GB mehr gibt, sondern nur noch 256 und 64. Ja, also ich persönlich benutze ja momentan noch einen 16 GB Modell und mir reicht das. Ich habe immer noch 2 GB Speicher drauf. Also ich hatte ja auch ein 16 GB, was aber instant voll war, allein weil ich so viel Musik höre. Nee, Musik, ich habe dadurch, dass ich unlimited habe, fällt bei mir Musik diese 5 GB weg und außerdem lade ich relativ viel in die iCloud. Ich habe eine 2 Terabyte iCloud, deshalb auch wenn man da mit unlimited und so weiter arbeitet. Aber dass es keine 32 GB und keine 128 GB Version gibt, finde ich ein bisschen schade. Die 16 GB Version finde ich gut, dass sie es gestrichen haben. Der Aufpreis hier ist ja, liegt glaube ich bei 200 Euro. Ist ja Apple-technisch auch so ein bisschen eine Sache, dass man den Speicher nicht mit einer SD-Karte erweitern kann. Ist ein bisschen nervig, aber trotzdem, mir fehlt die 32 GB Version, vor allem für die Leute, die ihr iPhone nicht irgendwie zum Filmen krass benutzen, auch gerade wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich meiner Mutter jetzt ein iPhone in die Hand gebe, die wird niemals 256 GB voll machen, die wird eher die 64 GB Version nehmen, der würde auch eine 16 GB Version ausreichen, aber wie gesagt, 16 GB ist ja eh so umstritten, das ist auch berechtigt, dass sie das weggelassen haben, aber 128 finde ich ein bisschen blöd, denn 256 GB sind schon viel und ist auch ein großer Aufpreis von 64 auf 256. Das stimmt. Und wir sehen jetzt hier auf der Rückseite Glasfront wegen Wireless Charging. Ja. Was ich auch ziemlich designtechnisch auch sehr, sehr schön. Zu Wireless Charging muss man einfach noch dazu sagen, dass Apple jetzt das AirPower Pad vorgestellt hat, was sage und schreibe 180 Euro auch wieder kostet. Da kann man dann nämlich das iPhone 7, das iPhone 8 und 8 Plus und das iPhone X aufladen. Weil Apple Watch und das neue Case von den AirPods. Aber Apple Watch auch nur die 3er und bei den AirPods auch nur ein neues Case, das man für 79 Euro fröhlich dazu kaufen kann. Als Apple-Kunde hat man ja das Geld. Was ich dazu sagen wollte, euer iPhone 7 bzw. 7 Plus könnt ihr nicht aufladen und eure Apple Watch Series 2 auch nicht. Deshalb lohnt sich das eigentlich nur für die Leute, die es so richtig dicke haben und direkt mal die ganzen neuen Produkte bestellt haben. Also AirPower würde ich ganz gern für meine Series 2 bzw. auch fürs iPhone SE und vielleicht, wenn ich mir jetzt die AirPods kaufe, die benutzen. Aber selbst dann könnte ich eigentlich nur Kopfhörer mit aufladen und dafür 180 Euro ausgeben. Das stimmt. Ich weiß es nicht. Aber es gibt auch schon Ladepads für 10 Euro ungefähr. Die sind dann halt von Drittanbietern oder sogar Viertanbietern. Die sind dann halt nicht original von Apple, aber es gibt die auch schon für billigere Varianten. Sehen natürlich dann nicht so ganz schön aus. Ja, so wie die und von vor allem Apple. Geht dann, glaube ich, auch dieses Feature nicht, dass quasi auf
dem iPhone angezeigt wird, wie viel Prozent die AirPods und die Apple Watch dann haben. Aber es gibt bei Apple direkt einen Belkin-Ladekabel, Ladepad Q-iPad, kostet aber, glaube ich, auch 60 Euro. Und ich würde da, wie gesagt, auch eher auf die Drittanbieter zurückgreifen. Ja. Wir würden jetzt hier das Video beenden und dann gleich noch ein paar Testaufnahmen mit dem iPhone 8 Plus machen, wo ich auch schon sehr, sehr gespannt bin. Ich freue mich da auch ziemlich drauf, vor allem, weil wir im Hintergrund gerade einen wunderschönen See haben und da gleich mal ein bisschen unter Wasser testen können. Und ihr könnt euch hier die zwei letzten Videos anschauen und hier kommt ihr einmal zum Flo und einmal zum TechKids-Kanal. Da schaut ihr auf jeden Fall super gerne vorbei. In der Videobeschreibung ist dann auch noch Ben verlinkt, checkt den auch mal aus. Der hat nämlich auch einen richtig nice Vlog hier vom Tag gemacht und vor allem auch von diesem richtig fancy Setup, was wir hier aufgebaut haben. Also checkt ihn auf jeden Fall auch mal noch ab. Es wird sogar noch cooler, weil ich jetzt die Woche drauf ganz viele Tests mit dem iPhone 8 Plus machen werde und einfach die Kamera testen und die anderen Gimmicks und Features. Und die anderen Gimmicks und Features, genau. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs heute Zusehen. Wie gesagt, checkt ihn ab, checkt mich ab, lasst ein Abo da, Like nicht vergessen, die Glocke aktivieren, dann wird euer Leben glücklicher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.